Du möchtest deine eigenen Spiele programmieren, aber hast doch keinen Plan, wo du anfangen sollst? Dann bist du bei uns genau richtig. Denn wir von Silicon Valley Kids erwecken den Hacker in dir. Eins können wir dir garantieren, mit uns ist der Spaß vorprogrammiert. Alle Videos findest du auf unserem Kanal. Wir freuen uns über deinen Support. Abonnier uns und schenk uns dein Like. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen bei unserem Video zu Figuren in Scratch. Hier zeige ich dir, wie du ganz einfach Figuren auswählen, selbst gestalten und hochladen kannst und wie deine Figuren in verschiedene Kostüme schlüpfen können. Wenn du Hilfe beim Download von Scratch benötigst oder erst einmal auf der Suche nach einer kleinen Einführung in das Programm bist, ist das überhaupt kein Problem. Unten haben wir die passenden Videos verlinkt, um dir weiterzuhelfen. Wenn du direkt mitprogrammieren möchtest, schau doch mal bei unserem passenden Blogartikel vorbei. Hier findest du alle Dateien, die du für dieses Projekt benötigst und eine zusätzliche Anleitung als PDF. Den zugehörigen Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Wenn du deinem Scratch-Projekt Figuren hinzufügen möchtest, geht das ganz einfach hier unten auf dem Katzensymbol. Wie du siehst, öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Optionen. Wenn du auf die Lupe klickst, gelangst du zur Galerie, aus der du dir von ganz, ganz vielen vorgefertigten Figuren eine aussuchen kannst. Schau mal, die Figuren sind nach verschiedenen Kategorien sortiert. So findest du ganz einfach, wonach du suchst. Ich möchte dem Projekt gerne die Scratch-Katze hinzufügen. Lass uns also mal in der Kategorie Tiere nachschauen. Ah, hier ist sie schon. Wenn du eine Figur entdeckt hast, die dir gefällt, kannst du sie einfach anklicken und sie erscheint in der Figurenliste. Hier kannst du deiner Figur einen Namen geben und ihre Größe verändern. Figuren in Scratch können verschiedene Kostüme haben. Die kannst du hier oben links unter dem Tab Kostüme anschauen und bearbeiten. Die vorgefertigten Figuren aus Scratch haben meist schon eine kleine Auswahl an Kostümen. Wir wollen aber unser eigenes Kostüm gestalten. Darum löschen wir das zweite Kostüm, indem wir hier oben rechts auf die kleine Mülltonne klicken. Mit Rechtsklick auf die Figur können wir sie duplizieren. Hier erscheint jetzt das erste Kostüm, das wir bearbeiten können. Ich möchte, dass die Katze ihre Farbe ändert. Dafür suche ich mir hier einen passenden Farbton aus und färbe sie mit dem Farbeimer ganz einfach um. Und weil ich mich hier einfach nicht für eine Farbe entscheiden kann, erstelle ich einfach noch ein Kostüm, indem ich dieses durch Rechtsklick dupliziere und neu einfärbe. Und, weil es so viel Spaß gemacht hat, gleich nochmal. Indem ich hier eins der Kostüme anklicke, wähle ich aus, welches Kostüm auf unserer Bühne angezeigt wird. Lass uns dazu mal ein Miniskript bauen. Unsere Figur soll ihr Kostüm wechseln, wenn sie auf der Bühne angeklickt wird. Wir brauchen also den gelben Ereignisblock, wenn diese Figur angeklickt wird. Und den Block aus der Kategorie Aussehen. Wechsle zunächst im Kostüm. Mal austesten. Funktioniert. Ich würde sagen, die Katze kann ein bisschen Gesellschaft vertragen. Laden wir doch noch eine eigene Figur hoch, nämlich unser Silicon Valley Kids Maskottchen. Das geht hier unten in der Figurenliste, indem wir auf das Symbol für Hochladen, also diesen Pfeil hier, klicken. Hier können wir nochmal die Größe anpassen. Das sieht gut aus. Wir müssen in Scratch die Kostüme natürlich nicht immer nur per Hand erstellen. Wir können auch unsere eigenen Kostüme hochladen. Das habe ich für unser Maskottchen schon einmal vorbereitet. Wähle dazu einfach hier im Kostümbereich Kostüm hochladen. Und schon hat auch unser kleiner Roboter die Wahl zwischen verschiedenen Farben. Jetzt basteln wir dasselbe Skript wie für die Scratch-Katze. Super, das sieht gut aus. Ein Platz im Bilderrahmen ist noch frei. Ich würde sagen, den besetzen wir mit einer selbstgezeichneten Figur. Wähle dazu hier unten in der Figurenliste einfach den Pinsel, also die Malen-Funktion. Lass uns mal ganz einfach anfangen. Mit einem schwarzen Oval. Das wird jetzt mit einem grünen Oval mit dunklem Rand gefüllt. Indem du hier an den blauen Punkten ziehst, kannst du noch die Größe anpassen. Und hier stellt man ein, wie dick die Umrandung sein soll. Mit diesen blauen Pfeilen kannst du deine Form hinter oder voreinander schieben. Ich möchte die schwarze Umrandung im Vordergrund. Darum schiebe ich das grüne Oval nach hinten.
nochmal ein bisschen anpassen. Sieht gut aus. Jetzt kleine schwarze Kreise für die Augen. Die Form verdoppel ich durch Kopieren und Einfügen und dann schiebe ich Auge Nummer 2 mit den Pfeiltasten an seinen Platz. So, jetzt kann die Figur schon mal in ihren Bilderrahmen. So sehen wir sie besser. Weiter geht's. Für den Mund zeichnen wir eine Linie. Die kann noch etwas dicker sein. Und mit diesem Werkzeug können wir jetzt Punkte auswählen, an denen wir die Linie verbiegen wollen. Sieht ja sonst ein bisschen streng aus, die Figur. Schon besser. Noch ein paar Antennen. Und ein paar nette Streifen. Süß. Natürlich bekommt dieser kleine Freund hier auch noch ein paar Kostüme. Das geht wieder ganz einfach, indem wir ihn mit Rechtsklick duplizieren und dann entsprechende Farben auswählen. Fertig. Jetzt noch das Skript für die neue Figur zusammenbauen, wenn diese Figur angeklickt wird und wechsle zu nächstem Kostüm. Super! Lass uns das mal auf dem großen Bildschirm ausprobieren. Perfekt, das sieht doch richtig toll aus. Wow, jetzt hast du aber richtig viel gelernt. Wenn du Lust hast, live dabei zu sein, wenn wir gemeinsam mit anderen Scratch-begeisterten Kids super spannende Spiele, Quizshows, Geschichten und vieles mehr programmieren, dann schau doch mal in unseren Online-Scratch-Workshops vorbei. Die aktuellen Termine und Projekte findest du immer auf unserer Homepage unter www.sivakids.de/aktuelle-termine. Mega, oder? Programmieren lernen kann so einfach sein. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib's uns gerne in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, werde Teil der SivaKids Hacker Community. Klicke jetzt auf Abonnieren für noch mehr coole Programmiervideos. Und jetzt noch der wichtigste Kurzbefehl. Liken und die Glocke aktivieren. Wenn du dich für weitere coole Programmiervideos interessierst, schau mal hier. Over and out.